drüben. Unentschieden gegen Darmstadt. Ist das ein bisschen bitter, nachdem ihr ja doch über 90 Minuten optisch sehr überlegen wart? Ja, aber Darmstadt hat sehr gut verteidigt. Die haben richtig destruktiv gespielt, auf Zeit gespielt und nur lange Ball geschlagen. Und ja, wir haben nicht gut genug gespielt heute. So, wir müssen nur weiterarbeiten, sodass wir kriegen unsere nächste Reihe. Ja, doch, ich glaube, dass wir die bessere Mannschaft waren. Aber ja, es hilft nichts. Wir wollten eigentlich gewinnen, haben nur unentschieden gespielt. Uns ist dieser eine Moment, diese eine Aktion nach vorne, das Tor nicht gelungen. Deswegen sind wir jetzt erstmal enttäuscht, dass wir nur einen Punkt mitnehmen. Darmstadt reist hier als Tabellendritter an, hat dann aber nach dem Schlusspfiff sehr gejubelt über den Punktgewinn. Hättet ihr die ein bisschen offensiver auch erwartet? Ja, es ist ein Aufsteiger, darf man nicht vergessen. Sie haben es gut gemacht, die haben gut gestanden, gut verteidigt, ganz wenig Chancen für uns zugelassen, haben dann immer wieder versucht, über lange Bälle, über Strohengel nach vorne zu kommen, haben jetzt auch keine große Chance gehabt, aber für die ist das der Punkt okay, die nehmen den Punkt gerne mit. 5 Remis jetzt in Serie für euch. Was ist so ein bisschen abhanden gekommen, dass es zuletzt nicht mehr für einen Sieg reicht? Ja, das ist klar, das ist schwer. Wir haben jetzt 5 Unentschieden in Folge gespielt und klar, mit ein bisschen Glück könnten wir alle 5 gewinnen, aber so ist das leider nicht. Und jetzt müssen wir nur weiter arbeiten zusammen und dann schaffen wir das nächste 3er. Alles klar, viel Erfolg.